Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht. Das heißt, lauter kurze Gespräche, die in kein ganzes eigenes Video gepasst haben, aber trotzdem jede Menge Informationen mit sich bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Ja, guten Tag. Mein Name ist Sabine Falkenreck vom Werbedatenmanagement. Mit wem spreche ich denn bitte? Sie rufen mich doch an. Ja, also wir haben die Telefonnummer, die wurde uns so angegeben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen hier so richtig übermittelt bekommen habe. Aha, ja, und warum haben Sie meine Daten übermittelt bekommen? Sie hatten angefragt, woher oder warum wir Sie angerufen haben. Ja, also ich weiß nicht, ob der Nachname Lausebengel korrekt ist, ja. Aber... Darf ich Sie so anreden? Ja. Mit Herrn Lausebengel? Aha, okay. Gut, Sie hatten eine Anfrage gestellt, das ging hier um Cora Blue, ne? Und ich bitte erstmal um Entschuldigung für die Verzögerung bei der Beantwortung. Und wir hatten das natürlich jetzt recherchieren wollen, ne? Und wollte mich einfach mit Ihnen in Verbindung setzen, ja? Aha. Ja, und weiter? Ja. Und zwar haben wir die Information, dass Sie sich angemeldet haben auf im Internet bei einem Gewinnspiel und haben der Weitergabe der Daten zugestimmt. Ja? Ja, Sie wissen aber schon, dass man dann nicht anrufen darf. Sie brauchen dafür ein Double Opt-in nach deutschem Gesetz. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass es eben so angegeben wurde. Ja, ich habe Interesse an weiteren Angeboten. Und deswegen haben wir ganz unverbindlich Sie angerufen. Natürlich werden wir die Daten sperren. Ja, ich würde Ihnen das gerne auch schriftlich bestätigen, wobei ich ja nicht davon ausgehe, dass das die korrekten Daten sind, der Vorname und der Nachname. Aber auf jeden Fall die Daten, die uns vorliegen von Ihnen oder die Sie angegeben haben, die sperren wir auf jeden Fall. Ja, auch die Telefonnummer natürlich. Ja, aber trotzdem beginnen Sie ja Kaltakquise damit. Sie haben nicht die Berechtigung anzurufen. Gut, wäre jetzt hier, könnten wir uns drüber streiten. Ich würde es Ihnen schriftlich zukommen lassen. Ja, wir haben das hier auf dieser Internetseite, wo Sie sich angemeldet hatten, beziehungsweise das Gewinnspiel, das Sie mitgemacht haben. Na, und die Einwilligung ist uns weitergegeben worden. Wie gesagt, wir sperren die Daten und dann erhalten Sie natürlich keine Informationen mehr. Ja, aber dann würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass Sie bei diesem Datenhändler keine Daten mehr kaufen, denn das ist ein illegales Gewinnspiel und eine illegale Datensammelwebseite, wo Sie die Daten eingekauft haben, um anzurufen. Gut, möchte ich mich jetzt auch nicht näher zu äußern. Wie gesagt, wir liegen uns über diesen Weg jetzt vor. Und ich kann Ihnen das jetzt so telefonisch versichern, dass wir die Daten sperren werden. Ansonsten mit der korrekten Anschrift würde ich Ihnen das schriftlich bestätigen. Aber wenn Ihnen das so ausreichend ist, dann, wie sehen Sie das? Ja, die Anzeige ist ja trotzdem raus, ne? Also das ist ja klar, weil die Kaltakquise ist ja schon gelaufen. Mhm, ja, wir hatten Sie angerufen. Und ja. Sie haben, ja... Richtig, unberechtigt. Es ist ja auch ganz unverbindlich. Ne? Ja, das spielt ja keine Rolle, ob es verbindlich oder unverbindlich ist. Das ist vollkommen nebensächlich. Sie haben keinen Double Opt-in und dadurch ist es illegale Kaltakquise, was Sie machen. Und es kann 1a nachgewiesen werden, dass Sie Ihre Daten illegal einkaufen in einer absolut unseriösen Quelle. Gut, ich nehme das jetzt so zur Kenntnis, wenn Sie das so sagen, ja. Ich wollte mich einfach melden bei Ihnen und Ihnen so den Sachstand sagen. Mhm. Ja, also wie gesagt, die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, ich weiß nicht, die Anschrift, ob die korrekt ist, wir sperren das auf jeden Fall. Alles ja? klar. Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Mhm. Tschüss. Dann auf Wiederhören. Tschüss. Könnt ihr euch noch an die nette Tante aus dem letzten Schnipselvideo
daran erinnern? Die hatte uns ja einen Rückruf versprochen von irgendeiner Chefin. Der Rückruf kam dann auch. Zwar später als angekündigt und auch nicht pünktlich, aber die haben sich gemeldet. Und es war ja auch sehr freundlich und höflich, was sie jetzt hier letztendlich am Telefon gemacht hat. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das Unternehmen selbst kann ja seriös arbeiten. Das Problem ist halt, was sie da machen, sie kaufen ihre Daten in einer illegalen Quelle. Und ein Double Opt-in gibt's auch nicht. Das Problem ist natürlich, dass das ein oder andere Callcenter dadurch natürlich finanzielle Schwierigkeiten bekommt, weil das alte Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und demzufolge kann es vielleicht sein, dass man da vielleicht mal lange Finger auf ein unseriöses System gemacht hat, um die Daten einzukaufen, weil das Telefon so selten für die Mitarbeiter geklingelt hat. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn bei euch das Telefon klingelt und ihr rangeht, dann klingelt in den allermeisten Fällen auch erst beim Mitarbeiter das Telefon. Ne? Also, dass der dran geht, wenn ihr rangegangen seid. Und naja, so ist es halt in diesen Callcentern. Und das Problem ist hier, vielleicht haben die wirklich finanzielle Probleme und ja, sind darauf tatsächlich angewiesen, illegale Daten einzukaufen, weil sonst einfach das Geschäftsmodell nicht weiterläuft. Rechtfertigt aber nicht, was hier letztendlich getan wird. Natürlich kann der ganze Inhalt, den die verkaufen wollen, seriös sein. Naja, aber wenn man es denn über einen unseriösen Weg löst, tja, dann landet man halt hier auch in dieser Playlist. Schade, schade. Guten Tag. Hallo. Ja. Sprich mich hier ablassend? Ja. Okay, mein Name ist Vanessa Schulz. Ich melde mich von Online-Handel-Plattbox. Sie haben Interesse gezeigt, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Und ich sehe, dass Sie haben schon gehandelt. Ist das korrekt? Ja. Okay. Darf ich fragen, mit welcher Firma haben Sie gehandelt? Okay, und darf ich fragen, haben Sie das allein gemacht, oder? Ja. Okay, Sie haben das allein gemacht. Korrekt? Ja. Okay. Und wie viel haben Sie profitiert? Was für Erfahrung haben Sie? Ja, das geht Sie ja nichts an. Bitte? Ich sagte, das geht Sie ja nichts an. Okay, hier ablassen. Ich melde mich von Kryptotisch und vielleicht wissen Sie das von unserer Seite, wir haben Möglichkeit, mit persönlichen Finanzberatern zusammenzuhandeln. Mhm. Okay, und das bedeutet, dass Sie werden nicht allein handeln, sondern mit der Person, die will für Sie die Positionen öffnen und schließen. Und diese Person hat 10-jährige Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Das bedeutet, dass Sie werden mehr profitieren. Ja, brauche ich ja nicht. Okay, und warum haben Sie denn Anmeldung gemacht? Ja, wo denn? Bitte? Wo denn? Kryptotisch. Bei unserer Webseite. Sie haben Anmeldung gemacht. Sie haben Ihre Daten eingegeben bei uns. Nee, das kann nicht sein. Okay, alles klar. Werden Sie dann irgendwo illegal aufgekauft haben? Ja, und da ist er denn schon ganz schnell wieder weg. Tja, was wirklich auffällt bei diesen kriminellen Callcentern, die stellen gleich eigentlich von Anfang an immer die unseriösesten Fragen, die man sich so vorstellen kann. Es geht von Anfang an geht's immer gleich darum, dass sie irgendwelche Daten von euch sammeln wollen, ja, was die Betrüger eigentlich überhaupt nichts angeht, ne? Aber tja, das Problem ist, dass viele Menschen ja vielleicht auch unbedacht einfach ihre Daten am Telefon nennen. Obwohl sie eigentlich wissen, dass man das lieber nicht machen sollte. Und dann kommt halt eben sowas dabei raus, ne? Hier, die tolle Betrügerin, sind wir ja doch wieder recht schnell losgeworden. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Anruf ist. Ja, guten Tag. Hallo, schönen Tag. Ja. Sprich mich hier Aufgang? Ja, sind wir parat. Hier Aufgang. Mein Name ist Vanessa Schulz. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Oh ja, ganz hier Aufgang. Toll. Ich sehe, Sie haben schon gehandelt. Ist das korrekt? Nein. Okay. Herr Aufgang, Sie haben Interesse, auf dem Finanzmarkt zu handeln? Ja. Okay, und warum haben Sie denn nicht gehandelt? Ja, weil ich noch bis jetzt noch keine Möglichkeit dazu gehabt habe. Okay. Ja. Herr Aufgang, vielleicht wissen Sie, mit welcher Anlagewerte möchten Sie handeln? Nein. Okay. So ehrlich zu sein, 99% von unseren Kunden haben gar keine Erfahrung auf dem Finanzmarkt, aber es ist kein Problem, aha, weil von
weil von unserer Seite bekommen Sie volles Unterstützung. Das bedeutet, dass Sie bekommen von unserer Seite Ihr persönlicher Finanzberater. Und Sie werden nicht allein handeln, sondern Sie werden mit einer Person handeln, die hat mehr als 10 Jahre auf dem, Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Und er will Ihnen dabei helfen, die Positionen zu öffnen und zu schließen. Und damit können Sie natürlich mehr profitieren. Mhm, entzückend. Okay, und Herr Aufgang, wissen Sie vielleicht, was ist Schwarzkapital? Mit welcher Summe können Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Natürlich weiß ich das. Die Betrüger wollen doch immer 250 Schinken haben. Warum denken Sie, dass wir Betrüger sind? Na, weil du das gleiche Skript vorliest wie alle anderen, die vor dir angerufen haben. Also so um die 1000. Okay, und wenn Sie haben noch nicht gehandelt, wie gesagt, Sie können nicht sagen, dass wir Betrüger sind. Natürlich, wenn ihr alle das gleiche vorlest und den gleichen Müll erzählt und alle keine Ahnung habt von dem, was ihr da tut. Außerdem rufst du mich ja illegal an und machst dir eine Kajakquise. Okay. Schnecke. Okay. Ja, genau so sieht's aus. Kaltakquise bleibt Kaltakquise. Und das Schlimme ist, die lesen tatsächlich alle irgendwie das gleiche Skript vor. Sicherlich immer so ein kleines bisschen abgewandelt von Person zu Person und von Callcenter zu Callcenter, aber am Ende ist es dann doch immer wieder das gleiche, was wir hier, auf dem Kanal hören. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Lulipusch? Ja. Ja, ich sage Frau am Apparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt und Sie haben bei uns eine Anmeldung für Online-Handel gemacht, richtig? Weiß ich nicht, wann denn? Sie haben das also letzte Woche gemacht und jetzt meine Arbeit ist hier, Ihnen zu helfen, Ihr Konto erfolgreich aktivieren, ja? Was denn für ein Konto? Konto mit Bitcoin. Ach so, Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Wissen Sie, wie funktioniert das und welche Möglichkeiten kriegen Sie von unserer Seite? Nee. Okay, dann ich werde das alles erklären und dann Sie können entscheiden, ja? Aha. Hallo? Ja, hallo. Und da war denn unsere nette Callcenter-Mitarbeiterin schon wieder weg. Obwohl sie mir doch eigentlich gerade was erklären wollte, aber das liegt wohl einfach wieder daran, dass die gar nicht so richtig Deutsch verstehen und, weiß ich nicht, nach Bauchgefühl entscheiden, was sie da so am Telefon fabrizieren. Schauen wir mal, was mit unserem nächsten Intelligenzquotienten hier so passiert. Ja, hallo. Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, sprichst du am Apparat? Ich ja. Melde mich von Haupthandelszentrale. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, aber hat das nicht geklappt, richtig? Hat nicht geklappt? Oh, warum das denn? So steht in meinem System, bitte, weiß ich nicht. Haben Sie schon mal gehandelt? Ja. Und was für eine Erfahrungen haben Sie denn? Na, wie meinen Sie die Frage? Also, sind Sie zufrieden, Ihre Erfahrung, also haben Sie Gewinne, Verluste oder ist das ein bisschen gemischt? Oh ja, ich bin da sehr zufrieden. Ich habe sehr viele Gewinne mit meinem Handel gemacht. Wow, gut. Ja. Und mit solchen Finanzinstrumenten? Wie meinen Sie das denn? Oh, solche Vermögenswerten, bitte. Wie bitte? Vermögenswerte. Mit wem haben Sie gehandelt? Also, Na, mit eBay. Kryptos, Aktien, oder? Nee. Was meinen Sie, dass Sie mit eBay gehandelt haben? Da bei eBay habe ich gehandelt. Haben Sie, was haben Sie dort gemacht? Da habe ich meine Schlüpfer verkauft. Haben Sie viel Zeit und wissen Sie, was sollen Sie machen? Was meinen Sie denn? Also, Sie haben gar nichts zu tun, Spaß zu machen. Wieso? Denke ich mal. Warum? Was meinen Sie denn damit? Sie haben doch mich angerufen und stellen mir komische Fragen. Genau. Ja. Genau, also ich melde mich wegen Ihrer Registration, ja? Sonst würde ich nicht anrufen und würde ich auch keine Daten von Ihnen haben. Ach so. Genau deswegen habe ich angerufen. Und wenn Sie kein Interesse haben, dann sagen Sie bitte ganz einfach, ich habe nicht kein Interesse. Das habe ich ja nicht gesagt. Was haben Sie nicht gedacht? Na, ich habe doch nicht gesagt, dass ich kein Interesse habe. Sie haben doch mich angerufen. Woher habe ich Ihre Daten, ob Sie keine Interesse in dieser Richtung haben? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, das ist doch in Ordnung so. Wer ist verantwortlich mit Ihren Daten, bitte? Ja, ist doch in Ordnung so. Sie selber. Ja, ist doch in Ordnung so. Schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger.
Ja, so ist das. Wenn man in so einem Betrugscallcenter arbeitet, dann erreicht man viele skurrile Leute, die, naja, nicht ganz das wollen, was man da so fabriziert am Telefon. Man lässt sich halt eben nicht abzocken. Ich hoffe, dass euch das auch nicht passiert bei solchen Leuten. Aber ich gehe mal davon aus, die auf jeden Fall schon etwas länger zuhören, die sollten auf sowas in keinem Fall mehr reinfallen. Und ich hoffe, dass ihr auch ganz viele Leute in eurem Umfeld bereits schon informiert habt, dass es solche Maschen gibt. Hallo? Ja? Ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Hören Sie mich? Mhm. Ich rufe Sie von der Kryptotech an. Ja, und warum 100 Mal hintereinander? Bitte? Und warum 100 Mal hintereinander? Weil Sie registriert haben. Wenn Sie das nicht brauchen, dann löschen Sie Ihre Daten, okay? Ja, und warum rufen Sie denn Sturmklingeln an? Das habe ich gesagt. Das ist keine Begründung. Also, Sie haben angemeldet, richtig? Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, also in Vergangenheit haben Sie das gemacht, deswegen also... Ja, aber was berechtigt Sie dazu, bei mir hier Sturmklingeln zu machen? Wenn Sie Stress haben, dann löschen Sie Ihre Daten, okay? Sie sollten sich mal wirklich eine Packung in Ihr Hirn zulegen, Herr Fake-Name. Ja, genau so war's. Der Typ, der hat hier viele Male angerufen und immer wieder hintereinander. Das ist mir tatsächlich in letzter Zeit auch ziemlich oft aufgefallen, wenn man nicht direkt bei irgendeinem Betrüger-Callcenter dran geht, dann rufen die teilweise über 15 Minuten immer wieder an. Keine Ahnung, wie lange dauert so ein Rufaufbau, bis der automatisch abgebrochen wird. Ich glaube, 1 oder 2 Minuten. Ich glaube sogar 2 Minuten. Na, also dieses Tut, ne? Und solange wie dann die Leitung, also wie die Gegenseite noch nicht abnimmt. Und die versuchen das teilweise über 15 Minuten, manchmal sogar länger, bis da endlich einer rangeht. Und so lange rufen die immer und immer und immer und immer und immer wieder an. Ne? Also rufen bei euch an, das Telefon klingelt und klingelt und klingelt. Irgendwann bricht die Leitung automatisch ab, weil der Rufaufbau nicht geklappt hat. Und dann rufen die direkt wieder an. Das, ja, weiß ich nicht. Also die versuchen wirklich, die Adressen, die sie haben, mit Gewalt zu erreichen, mit absoluter roher Gewalt. Egal, ob die da dran gehen oder nicht, es wird immer wieder im Sekundentakt angerufen, wenn man da nicht dran geht. Und wenn man da teilweise 3, 4 Callcenter gleichzeitig hat, die um die gleiche Uhrzeit anrufen wollten, ja, dann kann es schon mal passieren, dass das Telefon tatsächlich den ganzen Vormittag ununterbrochen, ohne Aufhören bimmelt. Und dann, also... Das dauert nicht mal, bis der Rufaufbau wieder stattfindet, dass mal kurz mal ein paar Sekunden Ruhe ist. Nein, das Telefon hört auf zu klingeln und es tutet sofort wieder weiter, weil das nächste Callcenter versucht, euch zu erreichen. Und genau das ist hier bei dem passiert. Aggressiver kann man bei den Leuten eigentlich gar nicht mehr reinkommen. Hallo? Hm? Hallo? Ja, denn? Sprich mich hier Aufgang? Ja. Aufgang. Mein Name ist Vanessa Schulz. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben Interesse gezeigt, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ist das korrekt? Wann denn? Ja, genau. Ich habe gefragt, wann. Das kann man nicht mit Ja genau beantworten. Sie haben gesagt, handeln, nicht? Ach, können Sie auch eine Frage beantworten? Ich habe gefragt, wann. Okay. Einen Moment, bitte. Okay, es war in diesem Monat, aber ich kann nicht genaue Zeit sagen. Ja, und warum ruft ihr hier im Sturm an? Sie haben Interesse gezeigt, so... Das ist ja kein Grund, hier 1000 Mal hintereinander anzurufen. Ich melde mich bei Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, die Frage war, warum rufen Sie hier im Sturm an? Warum rufen Sie 1000 Mal hintereinander weg an? Ja, da fehlst du wieder vollkommen an Intelligenz, ne? Irgendeine Schraube locker. Ja, war klar. Kaum stellt man eine Frage, weiß Pippi schon wieder nicht mehr Bescheid. Da sitzen wirklich nur Leute mit Gehirnschaden. Bisschen zu viel am Insektengas geschnüffelt, ne? Pippi-Mäuschen. Ich würde sagen, die nette Tante war ja wohl mal mega überfordert mit ihrem eigenen Job. Soll in Deutschland anrufen, mit deutschsprachigen Leuten und, naja, dann kommt da sowas bei raus. Tja. Was will man erwarten? Das Problem ist, dass wirklich da Menschen drauf reinfallen. Ich bin da immer noch wirklich absolut perplex. Das ist ja wirklich schon dramatisch, dass es solche Betrugsvollpfosten gibt, die sich nicht mal im geringsten irgendwie Mühe geben mit bei dem, was sie da eigentlich veranstalten. Leute bescheißen. Naja, machen wir mal weiter. Ja. Was denn?
Schönen guten Tag, Herr Rüber. Hier spricht Haus Dietrich von Haupthandelszentrale. Wie geht es Ihnen? Ja, weiß ich nicht, was ist Haupthandelszentrale? Also, der Grund meines Anrufes ist, dass Sie Interesse am Finanzmarkt geäußert haben. Haben Sie schon gehandelt, ja? Ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie schon gehandelt, ja? Meine Frage ist, haben Sie allein gehandelt? Und oder meine Frage ist, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich vielleicht irgendwie ein bisschen ansatzweise Gehirn zuzulegen? Was meinen Sie damit? Ja, genau das da. Weil irgendwas scheint bei dir nicht zu funktionieren. Ich glaube, du hast zu viel Insektenspray geschnippelt, ne? Kann das sein? Am Ende habe ich leider nicht verstanden, was Sie gemeint haben. Ja, auch am Anfang nicht. Also, ich wollte Ihnen unser Arbeitskonzept einfach erklären. Ja, also betrügen, abzocken, Menschen berauben, illegale Bankgeschäfte. Ich glaube, das kann ich schneller zusammenfassen als du. Nein, also Sie haben vielleicht doch. Eine schlechte Erfahrung. Nee, aber Sie haben vielleicht eine schlechte Job-Lady. Ich bin damit nicht einverstanden. Aber ich bin damit ganz schön einverstanden, dass irgendwas mit deinem Job nicht funktioniert. Ja, und weil er damit nicht einverstanden war, hat er halt direkt einfach aufgelegt, ohne sich zu verabschieden. Naja, so ist es halt, wenn man keine Ausreden für das hat, was man da eigentlich tut. Einfach nur Wahnsinn. Ich find's immer wieder erschreckend, was da für Leute am Telefon sitzen. Aber gut, wenn er der Meinung ist, dass sein Job ein schöner Job ist. Bitteschön. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Hören Sie mich? Ich melde mich von der Firma CryptoTech. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse Geld verdienen, richtig? Bei CryptoTech. Oder wie? Tja, und so schnell kann es dann auch wieder gehen. Da fragt man eigentlich nur nach dem Namen, den der Typ da selbst gesagt hat. Ja, und dann legt er dann schon auf. So schnell kann es dann auch schon vorbei sein, wenn man so einen Betrüger am Telefon hat. Guten Tag. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Ich rufe Sie von der Firma CryptoTech an. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse handeln. Ist das korrekt, bitte? Na, wenn Sie das wissen, warum fragen Sie mich denn nach der Korrektheit? Das war tatsächlich der gleiche Intelligenzbolzen von gerade eben, der nochmal angerufen hat. Tja, und der direkt gleich wieder eine dumme Frage reingedrückt bekommen hat, auf die er wieder nicht antworten konnte und, naja, nur mit Auflegen reagiert hat. So ist das halt in einem Betrüger-Callcenter. Hallo? Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, spricht am Apparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Was ist ein Haupthandelszentrale? Ich melde mich wegen Ihrer Registration, weil Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen. Ja, wo denn? Wo habe ich mich denn registriert? Also, Sie sind verantwortlich mit Ihren Daten und Sie müssen selber wissen, wo Sie die Daten eingegeben haben, oder? Nee, Sie müssen das wissen, wo ich die Daten eingegeben habe. Das müssen Sie mir nennen. Ich mache keine Statistik von meinen Kunden hier. Das muss auch keine Statistik sein. Das ist Gesetz, was wir machen müssen. Nee, das müssen Sie mir sagen können. Ansonsten rufen Sie illegal an. Tja, dem hat sie ja nicht widersprochen, dass sie illegal anruft. Aber dass sie illegal anruft, das war hier wieder definitiv klar bei diesem tollen Telefongespräch. Tja, ich weiß manchmal nicht, was die überhaupt so denken von einem. Mich würde ja wirklich mal interessieren, wie das da in so einem Callcenter abläuft. Na, also was die Mitarbeiter da so einen ganzen Tag machen, ob die sich wohlfühlen mit so einem tollen Job. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Ja. Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, spricht am Apparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Woher? Sie sind registriert in dieser Richtung und haben Sie auch gehandelt, oder? Ja, woher wissen Sie das denn? Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Ich bin Abteilungsleiterin hier und ich habe Informationen von Kunden. Aha, und woher haben Sie die Informationen? Diese einfache Frage kann sie wohl nicht beantworten. Aber umso dramatischer, dass sie hier eigentlich auch schildert, dass sie irgendeine Abteilungsleiterin ist oder was auch immer sie sich da einbildet zu sein. Ich find's nur noch Wahnsinn. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo? Hallo, Sir. Is that Mr. Carl? Klauterbach, da? Ja, mein Name ist Klauterbach, ja. Und was wollen Sie? Sprachen Sie Deutsch, da? Ja. English, no, you don't speak English.
Ja, Sie rufen doch in Deutschland an. Wird ja auch Deutsch gesprochen. Ja, genau. Und das war's dann schon. So schnell war man den hier auch wieder los. Aber schön, was er da für tolle Musik im Hintergrund gehabt hat. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine kleine Übersicht mit der Playlist, was es sonst noch so auf diesem Kanal gibt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.